Das ist ein schönes. Malik, wollt ihr noch mehr Zeit vergeuden? Ich habe Talal gefunden. Ich bin bereit für meine Mission. Diese Entscheidung liegt bei mir. Nun gut, Folgendes habe ich erfahren. Er handelt mit Menschenleben, entführt Bürger Jerusalems und verkauft sie in die Sklaverei. Ein Lager in der Barbakane nördlich von hier dient ihm als Basis. Just in diesem Moment bereitet er eine Karawane vor. Ich schlage zu, wenn er sein Lager inspiziert. Wenn ich seinen Männern ausweichen kann, sollte Talal selbst kein großes Hindernis darstellen. Kein großes Hindernis? Hört euch an! Wie arrogant! Sind wir fertig? Seid ihr zufrieden mit meinem Wissen? Nein. Aber es muss reichen. Ruht, bereitet euch vor, weint still in der Ecke. Tut, was ihr immer tut, bevor ihr ans Werk geht. Aber tut es leise. Ich glaube, er mag uns nicht. Spule fort. Kann ich gar nicht nachvollziehen, um ehrlich zu sein. So. Wollen wir mal Talal ein bisschen ins Gesicht treten. Ich frage mich, wie das wird. Ich hätte gern mehr Infos eigentlich, aber irgendwie habe ich ja keine mehr gefunden. Was war das denn jetzt schon wieder? Du sollst da runter, danke. Oh oh. Na gut, ist mir egal. Fühlt sich hier gleich wieder auf. Also Jerusalem, finde ich, ist nicht so geil. Ich wollte eigentlich rempeln. Also so zum Laufen und zum über Dächer zu springen etc. finde ich Jerusalem nicht so geil. Warum tut er das wohl? Yep. Seltsam. Ja, finde ich auch. Ja, weil ich da hoch muss, junge Dame. Und fragt ihr mal so bescheuert. Deine Macke oder was? Hep. Okay. Das war nicht so cool. Da sind Gelehrte. Die Gelehrte möchten bestimmt da rein. Manchmal ist dieses Spiel so offensichtlich. Ihr sollt weitergehen. Geht weiter. Los. Ach, Kinnas. Ja, machen wir coole Rüstung. Danke. Wollen wir mal weiter im Programm? Ich wette, ich musste das gar nicht machen. Ich wette, ich hätte einfach über die Dächer springen können. Dann nicht. Oh. Gottloser Heid! Ja und? Machst du jetzt was? Oder nicht so gerne? Nicht so? Yep. Wow! Hier irgendwo? Ist entweder der Eingang vom Lager oder steht er? Er versucht uns zu töten! Seid stark! So stark wie Salah al-Din! Und wappnet euch gegen eure Feinde! Ich muss da rein wahrscheinlich. Ihr wagt es in meinem Fall seit vier Stellen! Das wird euch das Leben kosten! Oh, das ist bestimmt nicht so cool. Oh, da hat mich wer gesehen. Was nun, Sklaventreiber? Nennt mich nicht so. Ich versuche nur zu helfen. So wie mir geholfen wurde. Ihr tut ihnen keinen Gefallen, damit sie so einzupferchen. Einpferchen? Ich biete ihnen Schutz und bereite sie auf die Reise vor, die vor uns liegt. Welche Reise?
In ein Leben der Knechtschaft? Ihr wisst gar nicht. Es war dumm, euch hierher zu bringen. Zu denken, dass ihr sehen und verstehen würdet. Ich verstehe sehr gut. Zeigt euch! Ah, ihr wollt den Mann sehen, der euch hergerufen hat. Ihr habt mich nicht gerufen. Ich kam von allein. Aha. Das war so Stress, hab ich das Gefühl. Ja? Wer hat die Tür geöffnet? Den Weg freigemacht? Musstet ihr nur einmal eure Klinge gegen einen meiner Männer erheben? Ja. Nein. All das tat ich für euch. Dann tretet ins Licht und ich werde euch einen letzten Wunsch erfüllen. Ich möchte, dass du stirbst. Geht das? Ey. Du siehst aus wie ein Gangster-Rapper. Nun stehe ich vor euch. Was ist euer Begehr? Kommt herunter. Lasst uns das ehrenvoll beenden. Warum muss es immer in Gewalt enden? Ich glaube, ich kann euch nicht helfen. Denn ihr wollt euch selbst nicht helfen. Und ich kann nicht zulassen, dass mein Werk gefährdet wird. Ihr lasst mir keine Wahl. Ihr müsst sterben. Das wird euch eine Lehre. Erledigt ihn. Welche Farben da die haben wir der Kaibetten? Ey, abwehren meine ich. Du musst abwehren. Ungläubiger, ich werde euch in das Götter dich schauen. Oh oh. Geht doch. Nummer 1. Mit dem Konter getötet, meine ich. Oh, ey, lass das. Kime boynaymek istiyorsun? Gott ist auf meiner Seite. Wow. Wenn ihr könnt, dann nicht. Was ist los mit euch? Danke. Tschüss. Tschüss. Oh oh, der hat schon wieder gekontert. Warum kontert der denn? Komm her. So. Das waren die ersten. Kommen noch welche? Nee, ich glaube nicht. Dann muss ich jetzt wohl mal nach oben. Haltet ihn dann von mir! Jetzt hat er Schiss. Die kontern die ganze Zeit. Sind die doof? Ich will nicht, dass sie kontern. Aua. Okay. So. Weiter im Programm. Wo soll ich denn jetzt lang? Zack! Gekriegt. Ihr könnt nicht mehr fliehen. Teilt euer Geheimnis mit mir. Mein Part ist beendet. Die Bruderschaft ist nicht so schwach, als dass mein Tod sie aufhalten würde. Welche Bruderschaft? Al-Mualim ist nicht der Einzige, der Pläne für das Heilige Land hat. Und mehr werdet ihr von mir nicht erfahren. Dann sind wir fertig. Bittet euren Gott um Gnade. Wenn es je einen gab, hat er uns lange verlassen. Uns und die Männer und Frauen, die ich bei mir aufgenommen habe. Wie meint ihr das? Bettler, Huren, Süchtige. Klingt das nach tüchtigen Sklaven für euch? Unfähig selbst für die niedersten Arbeiten. Nein, ich verkaufe sie nicht, ich rette sie. Aber ihr würdet uns alle töten. Und das nur, weil man es euch befahl. Nein, ihr profitiert vom Krieg, von zerstörten und gebrochenen Leben. Ja, so denkt ihr.
in eurer Unwissenheit. Euren Geist abstoßen. Man sagt, das könnt ihr am besten. Erkennt ihr nicht die Ironie darin? Nein, wohl noch nicht. Aber bald. Hey, ich bin noch nicht so weit gewesen. Jeder dieser Männer, die ich bis jetzt getötet habe, meinen wirklich allen Ernstes, dass sie etwas Gutes tun. Was ich irgendwie nicht so wirklich nachvollziehen kann. Warum? Oh. Unbedingt. Du sollst doch die Leiter hochklettern, du Idiot. Du solltest da doch gar nicht runterspringen. Oh mein Gott. Ey! Oh Gott. Was war das denn jetzt? So, folgt mir mal die Leiter hoch. So, Leiter oben und er ist weg. Er ist einfach weg. Wo ist er hin? Ja, ich weiß. Ich bleib noch eine Weile hier drin, wenn's recht ist. So. Auf zum Informantenbüro, wa? Ich hasse diese Flüchte. Leute, ihr macht nie das, was ich gerne hätte. Da. So. Altair, wie wunderbar, dass ihr zurückgekehrt seid. Und wie verlief eure Mission? Die Tat ist vollbracht. Talal ist tot. Oh, ich weiß. Für wahr. Die ganze Stadt weiß es. Habt ihr die Bedeutung von dezent vergessen? Ein Assassine stellt sicher, dass viele von seiner Tat erfahren. Nein, ein fähiger Assassine behält jederzeit die Kontrolle. Wir können über Details streiten, Malik, aber Tatsache ist, dass ich die von Al-Mualim übertragene Aufgabe erfüllt habe. Dann geht. Kehrt zu dem Alten zurück. Lasst uns sehen, auf wessen Seite er steht. Ihr und ich stehen auf derselben Seite, Malik. Warum knickt ihr die ganze Zeit? Zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Das Ziel wurde eliminiert. Dumm, die Dumm. So, jetzt werden wir... Moment, was ist jetzt? Werden wir aus dem Animus gezogen? Was ist denn jetzt kaputt? Gottverdammt, was ist jetzt schon wieder? Ich habe komische Temperaturanzeigen. Ich glaube, der Animus läuft heiß. Jesus, immer ist irgendwas. Wie lange? Weiß ich noch nicht. Diese Verzögerungen sind inakzeptabel, Miss Stone. Ich will jede Stunde einen Bericht. Es wird ein Weilchen dauern, Desmond. Warum legen Sie sich nicht hin oder so? Ruhen sich aus. Stimmt, der Animus ist aber auch ganz schön rot geworden. Na, Schnuckelchen, wollen wir noch ein bisschen interagieren, bevor ich ins Bett gehe? Oder willst du mitkommen? Man ist sich nicht so sicher. Lass doch mal interagieren. Hallo, danke. Warum schaut er sie immer an? Es ist seine Maschine. Seine Theorien, aber er hat sie nicht selbst gebaut. Wer dann? Sie? Nein. Abstergo hat ein Ingenieursteam. Es gibt nicht viel, was sie nicht haben. Aber ich habe den Zusammenbau überwacht. Schätze, deshalb ist er immer wütend auf mich. Er ist ein Arsch. Er steht unter großem Druck. Wie wir alle. Unglaublich, dass Sie diesen Kerl verteidigen. Warren rettete mein Leben. Wenn er gern ein bisschen herumbrüllt, lassen Sie ihn. Naja, aber sich so runterbuttern lassen, ich weiß nicht.